Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von My Time at Portia. Wir haben wieder ein kleines Geschenk von unserer Süßen gekriegt. Gibt dafür natürlich ein Küsschen. Guter Start in den Morgen. So, ja, müssen wir mal gucken, was wir heute machen können. Irgendwas hatte ich vorgehabt. Wenn ich jetzt auch noch wüsste, was das war, wäre das perfekt. So, du brauchst noch, oder? Hoppala. Ja, ein Tag. Ach, das Banner. Ich wollte, genau, wegen der Kirche wollte ich gucken. Stimmt, da war was. Ich wollte wegen der Kirche gucken, dass wir da, entsprechend Material, da diese Pigmente kriegen können, genau. Da war doch was. Laufen wir hier entlang, dann können wir nämlich auch gleich noch hier ein paar Sachen mitnehmen. Einfach mal daneben gehauen, weil ich es kann. So. Können wir hier die Steine nämlich auch mal wieder farmen. Und den Kristall dann vielleicht auch mal. So, dass wir da dann auch mal wieder ein bisschen was kriegen. Dass wir das haben, wenn wir es brauchen. Kann nie genug Kristall haben. Hi, Adit. Alles mitnehmen, was geht. Weil wir brauchen ja, noch einiges an Kupfer und so. Sand. Kriegen wir auch wieder, sehr schön. Brauchen wir natürlich auch immer. Und ja, müssen dann auch nochmal wieder irgendwann in die Mine rein, ne, fürchte ich. Weil mal die Ausbeute hier natürlich entsprechend gering ist. Zumindest was Sand und so angeht. Aber es ist ein ganz netter Nebenverdienst quasi. So, ein Schlägchen am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen oder so ähnlich. Oh, ein Blutstein, sehr gut. Schön ist das natürlich, wenn das immer so mit zwei Schlägen oder einem sogar abgearbeitet ist. Aber entsprechend wenig ist natürlich dann auch drin. Von daher. Hat beides seine Vor- und Nachteile. Einerseits hat man den Stein schnell verarbeitet. Andererseits gibt es halt auch wenig Material. Sind das die? So. Haben wir zumindest wieder einiges an Material gekriegt. Und dann gehen wir mal hoch zur Kirche und schauen mal, ob wir da irgendwelche Sachen kaufen können. Oder stehen die hier zufällig gerade am Marktplatz?
Ah, sie stehen gerade am Marktplatz. Ja, so ein Zufall. Das ist natürlich geschickt. Kirchenladen, so. Großen Pflanzkasten. Genau, die brauchen wir. Kleiner Pflanzkasten benötigt. Frühling haben wir gerade, sehr gut. Ach, wir brauchen Silikonchips. Okay, müssen wir gerade holen. Haben wir ja zum Glück. Allerlei 1, war der da drin? Nein. Da. Müssen wir die guten Silikonchips abgeben, aber ist halt... Halt! Du kannst doch nicht einfach den Laden abbauen. Wollte kaufen. Kriege ich in der Kirche was? Baut die den Laden ab? Ich fasse es ja nicht. Zack und weg. Da müssen wir mal gucken, ob wir hier in der Kirche dann auch nochmal den Laden haben. Oder ob es denn tatsächlich da nur unten gibt, donnerstags. Gibt es hier einen Kirchenladen? Jawohl. Gut, dann machen wir das halt so. So, die kaufen wir mal. Sisalsamen. Aprikosenbaumsamen. Bewässerungsboden. Klingt gut. So. Die baut einfach den Laden ab. Schwupps und weg. Ist ja nicht zu fassen. Oh. Schwupps und weg war der Laden. Muss ich vielleicht eine eigene Recovery-Maschine bauen, die ich fotografieren kann? Das könnte ich auch nochmal probieren. Die Sicherheit von Porsche ist meine oberste Priorität, genau. Dann gucken, probieren wir das vielleicht mal, dass mein eigenes... Dingen bauen. Wäre noch ein Versuch wert, würde ich sagen. Kleinen Pflanzkasten brauchen wir noch. Wo finde ich die denn? Kleiner Pflanzkasten. Spray Bottle. Okay. Blümchenseife. Zimt braucht man dafür noch, okay. Wozu ist denn der kleine Pflanzkasten? Ach so, da ist er doch. So, Holzbretter brauchen wir noch wieder. Gut. Holz. Mach mal. So, Pflanzkasten. Könnten wir hier nochmal welche hinbauen?
Oder hier haben wir ja auch noch haufenweise Platz. Andererseits hier vorne machen die auch durchaus Sinn, ne? Machen wir sie da mal hin. Die vier. Einer. Zwei. Drei. So. Und dann können wir jetzt nämlich den hier. Sehen. Sehr schön. Ja, die ist da halt noch drin, ne? Die kann ich da jetzt gerade auch nicht rausnehmen. Recovery-Maschine wollte ich noch gucken. Ich weiß, dass wir eine bauen können. Feuerbetrieben, Recyclingmaschine, da ist sie doch. Erhärteter Lehm brauchen wir, okay. Eisenerz. Industrieller Motor, den haben wir. Da wollte ich hin, weil da soll das jetzt rein. Das Saatgut. Da muss ich mal gucken, wie baue ich denn die ein. Das ist gut für unsere Gesundheit, sehr schön. Bambus-Papaya, sehr gut. Motor, das war eigentlich das, was ich suchte. Der industrielle Motor. Haben wir da noch irgendwas? Was brauchen wir denn noch? Fünf. So, den hätten wir. Können wir auch gleich wieder zurückpacken. Was brauchen wir denn noch? Erhärteter Lehm und die Stahlplatte, genau. Der braucht noch ein bisschen. Dann machen wir nochmal 10 Bronzebarren. Können wir nochmal Glas machen? Können wir. Sehr gut. Können wir auch gerade nochmal auftanken. So, das ist abgeschlossen. Da würde ich jetzt mal verstärktes Glas machen. So. Ich weiß noch nicht, wofür wir das brauchen, aber... wir können es gebrauchen. Wir haben gerade 17 Uhr irgendwas. Sehr gut. 22 Stunden noch. Ach so, 4, genau. Kann ich die hier irgendwo platzieren? Sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ich weiß zwar nicht, ob es auch was bringt. Aber ein Versuch ist es wert. So, hätten wir auch platziert. So, der ist auch fertig. Dann können wir hier nämlich den erhärteten Lehm fertigen. 4 Stück. Weil uns Header-Flüssigkeit fehlt. Wie viel brauchen wir denn? Erhärteten Lehm 10. Dann brechen wir das mit dem Glas da mal ab.
Abbrechen bitte. Und wir brauchen die Härterflüssigkeit für anderes. Tut mir leid. Fertigen. Zehn braucht man, ne? Genau. So, jetzt können wir nochmal mit dem Glas hier gucken. 14 können wir immerhin noch machen, das ist doch schon mal was. So, was brauchen wir noch? Stahlplatte, 5. 5 Stahlplatten, haben wir die? Haben wir. Sehr gut. So. Haben wir auch. Da können wir aber nochmal wieder welche machen. Die brauchen wir nämlich öfter mal. Da werfen wir gleich mal die Säge an. Stahlplatte. Machen wir mal 7. Der braucht noch ein bisschen. Der braucht auch noch ein bisschen. Stoff könnten wir noch mal gucken. Textilmaschine. Was können wir denn da feiern? Blumenteppich. Blumenteppich oder Leinenvorlege. Das ist natürlich nicht so prickelnd. Giftgeschoss. Cool. Ist nur die Frage, wo kriegen wir eine Schusswaffe her? Bleibarren brauchen wir dafür. Ach, du dickes Ei. Gut. Lager können wir nochmal fertigen, oder? So. Der ist gleich. Der kann auch Bleibarren machen, ne? Sehr gut. Dann gucken wir, dass wir den einen noch kurz abwarten. Und später haben wir dann 20.37 Uhr. Das geht. Dann können wir gerade hier mal die Zeit noch nutzen und ein bisschen Bäume fällen. Ist ja auch nie ein Fehler, ne? Der da kann auch weg. Stört höchstens. Dann müssen wir eh mal gucken, was wir da noch hinbauen können, Feines. Zwei Schläge. Das löppt. Kriegen wir mal wieder ein bisschen was an Holz rein. Ist ja auch kein Fehler. Und vielleicht auch noch das ein oder andere Eisenholz dazu. Das ist noch weniger ein Fehler. Hoppala, den braucht man natürlich auch noch. Mit der Falle muss ich mal gucken, da brauche ich ja noch das nötige nötige Material, ne? Koriander und was das auch immer noch war. Muss ich gleich mal gucken. So, jetzt sollten wir die Eisenbarren, die Bleibarren herstellen können. Könnte eigentlich auch die noch ein Stückchen weiter, dass die hier nicht so im Weg rumstehen. So, Fertigung abgeschlossen.
Fertigen Bleibarren. Mach mal. So, der kommt dahin. Der kommt dahin. Und den Mixer stellen wir auch mal da an den Rand. So. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir zu Bett und beenden den Tag für heute. Schatzi ist mit Sicherheit auch schon da. Schatzi liegt schon im Bett. Ja, damit sage ich dann auch vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.